16.000 Südtiroler sind zweisprachig, Deutsch und Italienisch. Alle deutschsprachigen Südtiroler sehen das Italienische als ihre Zweitsprache. Bei den Italienern sind es hingegen 2 von 3, die das Deutsche als ihre zweite Sprache betrachten. Das sind einige Daten aus der Studie des Landesinstituts für Statistik, ASTAT, über den Sprachgebrauch und die Sprachidentität in Südtirol. Wir in Südtirol wird vor allem der kulturelle Reichtum sehr geschätzt. Alle Sprachgruppen und auch die Ausländer sind sich darüber einig, dass die Landschaft eines der Hauptpositiven Punkte des Landes darstellt, aber auch der materielle Wohlstand, die Autonomie und die Gastronomie wird sehr geschätzt. Insgesamt haben wir nach 10 Jahren wieder festgestellt, dass es die italienische Sprachgruppe ist, die den Unterricht der Zweitsprache für verbesserungswürdig hält. Nur 20% sind sehr glücklich mit dem Zweitsprachenunterricht und dass sie auch am Arbeitsplatz sich ein bisschen benachteiligt fühlen. Das hat sicher damit zu tun, dass die deutsche Sprachgruppe hauptsächlich den Dialekt verwendet. Das Sprachbarometer 2014 erkennt den Südtirolern sehr gute Sprachkompetenzen zu, die seit der Vergleichserhebung 2004 deutlich zugenommen haben. Auch im europäischen Vergleich gelten die Südtiroler als Folge ihrer politischen Situation als sehr sprachkundig. Die Daten, die heute hier beim Sprachbarometer vorgestellt wurden, sind sehr positive. Man sieht also, dass 93% der Südtirolerinnen und Südtiroler mehr als eine Sprache beherrschen. Das ist im europäischen Kontext eine sehr gute Zahl. Die Daten sind für uns, denke ich, deshalb auch so wichtig, weil man hier jetzt die Rahmenbedingungen schaffen kann, um diesen Mehrwert und das Tolle, dass wir gerade hier bei uns in einer mehrsprachigen Realität vorfinden, dass wir dieses auch verstärken können für die Zukunft. Unter den Themen der Erhebung konnte natürlich die Zweisprachigkeitsprüfung nicht fehlen. 51,8% der Befragten glauben, dass die Zweisprachigkeitsprüfung nützlich ist. Die Pflicht zur Zweisprachigkeit wird als Dienst am Bürger gesehen. 38,3% der Südtiroler Bevölkerung hat einen Zweisprachigkeitsnachweis und mehr sind die Deutschsprachigen und die Ladinsprachigen, die einen Nachweis besitzen. Die Italiener sind diejenigen, die am wenigsten einen Zweisprachigkeitsnachweis besitzen. Im Sprachbarometer wurde also gefragt, die Einstellungen zur Zweisprachigkeitsprüfung. Und noch präziser, ebenfalls sind die Südtiroler der Meinung, dass die Prüfung beibehalten oder abgeschafft werden sollte. Die Mehrheit der Bevölkerung ist der Meinung, dass die Prüfung noch beibehalten werden soll. Und zwar als wichtigster Grund ist die Grundlage, dass die Prüfung so einen Dienst für die Bürger darstellt. Das ist, würde ich sagen, eines der wichtigsten Ergebnisse. Aus der Untersuchung geht auch hervor, dass vor allem die jüngere Generation und die Personen mit einer höheren Bildung im Allgemeinen 3 oder mehr Sprachen beherrschen. Auch die Zweitsprache wird im Allgemeinen positiv bewertet. 80% der Südtiroler sieht in der Zweisprachigkeit des Landes eine Bereicherung. Man kann allgemein sagen, Südtirol ist erstaunlich, wie gut die Deutschen und Italiener die andere Sprache können, aber es gibt schon große Unterschiede. Leute am Land, zum Beispiel in Südtirol, können eher wenig Italienisch und manche Italiener in Bozen weniger Deutsch. Und diese Menschen haben dann Schwierigkeiten im öffentlichen Leben, auch bei der Doppelsprachigkeitsprüfung. Ich glaube, Südtirol ist ein Vorbild für Europa, weil die Europäische Union möchte, dass alle Europäer 3 Sprachen können und das ist Südtirol zum Teil schon gegeben heute bei jungen Menschen. Aber die Zukunft wird auch sein, eine größere Öffnung auch gegen Zuwanderer und andere Leute, die in Südtirol, nach Südtirol kommen und nicht eine der beiden Sprachen sprechen. Unter den verschiedenen Vorschlägen für einen besseren Spracherwerb gilt die Zustimmung der Südtiroler vor allem dem frühzeitigen Unterricht der Zweitsprache in der Schule. Hier gibt es aber Unterschiede zwischen den Sprachgruppen. Für die italienische Sprachgruppe ist der frühzeitige Unterricht der Zweitsprache
die wichtigste Maßnahme, während die deutsche Sprachgruppe mehr auf Austauschprogramme zwischen den Schülern unterschiedlicher Sprachen setzen würde.